Hallöchen! Willkommen zu einer neuen Folge OneBlock und hier hat sich echt viel getan. Leider hat die Phase 7 keine Audio, deswegen sind wir jetzt schon in Phase 8. Ein Windows-Update hat alles zerschossen, aber bevor wir loslegen mit Phase 8, hier eine kleine Zusammenfassung von Phase 7. Als erstes haben wir die Spawnkammer um einen Block erhöht und komplett geschlossen wegen Lohn und Gast. Dann bin ich völlig unerwartet gestorben, weil ich total dämlich zu den Piglins hier reingefallen bin. Ich war aber nicht lange traurig, weil direkt danach kam antiker Schrott und Obsidian für ein Portal. Ein neues Haustier haben wir auch bekommen, und zwar einen Schreiter, und ich finde die so niedlich. Spätestens als der Gast gespawnt ist, war ich froh, die Kammer so umgebaut zu haben, denn er steckt da drinnen fest und kann unsere Insel nicht komplett zerschießen. Als dann auch noch ein Lava-Eimer in einer Truhe kam, habe ich echt gedacht, die Phase kann nicht mehr besser werden und mir nur noch die Frage gestellt, ist der Nether ein Block groß? Ich hatte aber noch zwei Aufgaben vor dem Nether-Portal, und zwar habe ich dem Strider oder Schreiter erstmal seine Lava gegeben und gleichzeitig aus seinem Lavabecken einen Bruchsteingenerator gebaut. Ist der Nether jetzt auch nur ein One-Block oder nicht? Das habe ich mich gefragt und leider ist der es nicht gewesen. Und das war Phase 7. Jetzt, wo wir auf dem neuesten Stand sind, können wir mal gucken, was die Phase 8 so für uns bereithält. Auf jeden Fall Quarz. Eine Biene! Hallo Biene! Ja, hi! Pass mal auf, Biene, pass auf. Wir haben ja einen Bienenstock, ne? Und die Biene werden wir jetzt auf unser Feld pflanzen. Gerade gucken, wir haben doch Blumen, ne? Wir haben keine Blumen, nicht eine? Gut, da muss ein bisschen Knochenmehl herhalten, ne? Dann machen wir hier schnell so kleine, schöne Eckchen. Es wird auch noch dunkel. Ich sehe nichts. Oh, jetzt müssen das ja auch noch Grasblöcke sein. Ich will doch erstmal nur eine Blume. Nur eine Blume. Wo habe ich denn hier? Warte, warte. Hier bei unseren Tieren. Keine Blume. Keine Blume. Blume! Wo ist unsere Biene hin? Wir gucken mal kurz hier beim Nether-Portal. Können wir ein bisschen mehr überblicken. Nicht, dass die einfach weggeflogen ist. Oh Mist, wo ist denn unsere Biene? Oh nein, wo ist unsere Biene hin? Sag mir nicht, die ist, abgestürzt. Biene! Eben noch beim Zuckerrohr rumfliegen sehen. Der Papagei da unten, der ist auch Iron-Papagei irgendwie. Der stirbt nie. Der fliegt für immer. Ich befürchte, die Biene ist davon geflogen. Das ist ein bisschen uncool, aber vielleicht kriegen wir noch eine. Oh, aggressive Bienen! Wir dürfen uns nicht stechen, dann überleben die. Nicht stechen, nicht stechen. Nicht. So, zwei haben sich beruhigt. Biene. Oh, drei. Gott sei Dank. So, jetzt haben wir die Ecke schon mal. Die anderen drei Ecken machen wir auch noch, damit das schon gleichmäßig ist, ne? Und wir genug Pflanzen für unsere Bienen haben. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie viele da drin sind. Ich glaube nur eine. Biene, hier ist eine Blume. Biene. Biene. Biene, wo fliegst du hin? Hier, da. Ja, genau. Super. Ja, nice. Wir können sie immer noch vermehren. Das ist schon mal gut. Solange sie nicht hier abstürzen. Also ich hoffe nicht, ne? Das ist die Biene vom Anfang. Jetzt habe ich wieder keine Blume. Es tut mir leid. Sie wird nach unten pendeln. Ich krieg die nicht mehr. Das ist ein bisschen doof, dass die immer so runter pendeln. Die macht halt die Fliege. Ha! Okay, der war schlecht, ich weiß. Aber was ich auch noch vorhabe, ist hier oben drauf, bei diesem unerwarteten Grünchen da, unsere Base zu bauen. Wir müssen ja auch mal irgendwann anfangen, ne? Eine Base zu bauen. Oh, Katzen! Aber ich habe leider keinen Fisch. Ich kann versuchen, hier in diesem Tümpel zu angeln, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Was ich auch noch machen wollte, sind Betten. Und zwar drei Stück. So. Und die müssen wir jetzt... Ja, es wird halt schwierig, aber wir klemmen die mal hier rein. Zwei. Und das dritte klemme ich mal hier hin. Und dann lassen wir ihn mal rüber. Komm, geh mal schlafen drüben. Da ist ein Bett. Geh doch schlafen hier. Das ist das falsche Bett. Das ist mein Bett. Oh boy. Könntest du bitte an deinen Arbeitsblock gehen, bitte? Oh nein. Nein, nicht sterben. Bitte an deinen Arbeitsblock. Ich wette, der Esel wird ihn von der Map schubsen. Geh doch mal bitte jetzt arbeiten. Was ist denn los mit dir? Warum kann ich die nicht an eine Leine machen? Ja, da. Du darfst da rein. Da. Nein, Mann! So, jetzt können die zwei sich vermehren, sobald ich den
genug Brote reingeschmissen habe. Das finde ich schon mal ganz gut. Dann können wir nämlich noch ein paar andere Sachen traden, ne? Wie zum Beispiel Diamantklamotte und so weiter, ne? Wir brauchen noch zwei. Wir brauchen noch einen Bogner für schneller Smaragde und wir brauchen noch einen Rüstungsschmied, aka Waffenschmied. Ich meine, Steinsäge, wo packen wir die denn hin? Da. So, erstmal, ne? Wir brauchen nämlich Treppen. Warte, warum mache ich das hier eigentlich? Na, egal. Jetzt machen wir es. Als erstes habe ich hier die Ecken aufgefüllt, also allgemein die Kante hier oben habe ich aufgefüllt und habe hier die Mauer eins länger gemacht. Hier drei Mauern rein, ne? Also einfach, damit es ein bisschen mehr Detail bekommt. Für unser Survival House gehen wir jetzt hier hoch, genauso den Rand entlang. Und dann machen wir hier Plattenstein rein. So, ne? Damit das ganze Ding nicht so massiv wirkt, nehmen wir uns Eichenholzstämme, machen hier einen hin, hier in die Mitte, hier. Nur hier in der Mitte keinen. Wir müssen noch rauf und runter kommen, ne? So, das kann man ganz gut machen, damit man diese Steinoptik, dieses Brachiale so ein bisschen unterbricht. Dann nehmen wir uns temporäre Blöcke, irgendwelche, und machen hier in die Ecken 1, 2, 3. Oh, ich hätte direkt bauen sollen, warte. 1, 2, 3. Und dann Falltüren, dann machen wir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Welcher Block hier drin ist, ist egal. Sieht man gleich eh nicht. Das ist nur, um so ein bisschen Holzoptik hinzuzufügen. Und jetzt nehmen wir Steinziegeltreppen. Ne, erst normalen Stein und ziehen hier unten so eine Reihe durch, damit wir den Bruchstein von unten so ein bisschen absetzen, ne? Also guck mal, damit man auch so ein bisschen sieht, Etagenende und so weiter, ne? Hier drinnen, das geht ja nicht mehr kaputt, das ist jetzt hoch genug. Das ist leider in der Folge ja passiert, in der ich keine Tonaufnahme hatte. Aber das ist jetzt hoch genug. 1, 2, 3, 4 Blöcke hoch, dann geht hier nichts mehr kaputt, ne? 3 mal 3, 4 Blöcke hoch. Aber hier oben machen wir jetzt so zwei Treppen. In der Mitte machen wir Stein und dann wieder so, dass wir diese Fenster bekommen und da so ein bisschen Licht durchfällt, ne? Sieht doch schon mal nice aus, ne? Kann man auf jeden Fall bringen. Und durch die Mauer mit dem Holzzaun sieht das aus wie so ein Gesicht, ne? Auge, Auge, Nase, Mund. Ich mache direkt weiter, bevor ich mich dazu entscheide, das wieder abzureißen. Hier drinnen ist jetzt schwierig. Ich würde gerne den Eingang ein bisschen nach innen versetzen, ne? Ein bisschen. Das heißt, hier müssten die Türen hin, hier, so und so, auf der Höhe von dieser Treppe. Und darüber machen wir dann gleich erstmal nur eine Treppe, die muss noch gedreht werden. Wir machen nämlich hier 1, 2, 1, 2, so, irgendwie ungeil. Okay, warte, das wieder raus. Dann drehen wir den Spaß nicht, sondern machen so, damit das hier gerade ist, ne? So, und damit das Ganze auch nicht so super platt aussieht, hier auch noch Falltüren hin. Dann kommt man hier super rein. Ich würde auf jeden Fall gerne... Oh, da müssen wir das auch noch machen, ne? Damit man nicht das Holz sieht. So. Ich würde auf jeden Fall gerne noch eine Etage drauf machen, weil hier ist ja jetzt nicht so viel Platz drin. Und das trennen wir wieder durch die eine Reihe Stein. Weil wir trennen das gar nicht durch den Stein. Die Etage ist jetzt erst fertig, damit das gleichbleibend ist, ne? Also noch eine Reihe Bruchstein drauf. Und natürlich auch hier mit Falltüren zumachen. Und jetzt machen wir denselben Spaß nochmal. 1, 2. So, bevor wir die Böden reinmachen, zeige ich euch mal richtige Schießscharten. Ich muss hier nur gerade einmal so das wieder dran machen. Ich habe mich nämlich eben verbaut. So, wir machen nämlich die hier raus und machen hier so eine Treppe rein, dass man da runter gucken kann, ne? Dann wird es jetzt ein bisschen tricky. Müssen wir quasi hier so. Und hier muss dann so eine Treppe dran. Und schon haben wir eine Schießscharte, durch die wir wirklich runterschießen können. Das ist schon sehr cool. Man muss das Ganze nur natürlich irgendwie noch verbinden. Und das ist nicht so wild. Jetzt müssen wir natürlich die Holzecken durch Stein ersetzen, ne? Weil sonst sieht man hier durch das Holz. Das ist nicht so schön. Eigentlich finde ich es doch ganz cool. Man muss nur noch ein bisschen was dran ändern. Also von außen. So, und zwar würde ich das hier wegmachen und dann zwei Stämme dran, ne? Das gibt auch wieder so ein bisschen Tiefeneffekt zu den Stämmen unten. Und hier würde ich halt eine Treppe drunter machen. Ja, das kann man machen. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Und jetzt kann man ja easy Böden reinhauen, ne? Dass man dann hier so auf der Höhe so Böden reinmacht. Den Eingang schließen wir so. Und schon sind wir hier oben und können hier schön runter gucken. Und man kann natürlich noch hingehen und könnte sagen, okay, wir machen jetzt hier noch so Zinnen drauf als Beispiel. Okay, die Zinnen sind uncool. Ich glaube, die lasse ich auch weg.
Aber das war's mit meinem Survival-Haus-BZW-Turm in One Block. Ich sag vielen lieben Dank und ciao. Bis zur nächsten Folge V.